Im heutigen Video geht es um nichts Geringeres als darum, dass du Frauen dazu bekommst, dass sie alles für dich machen. Und zwar völlig egal was. Das heutige Video hat eine Triggerwarnung, also mehr als verdient. Hello there. Und deshalb tauchen wir heute ab in die dunkle Welt der Manipulation. Okay, let's go. Frauen sind ja bekanntlich Männer in der Regel körperlich unterlegen. Daher sind Frauen auch bekannt als die wahren Meister der Manipulation. Und Frauen manipulieren eigentlich permanent unterbewusst. Und es findet auf ganz unterschiedlichen Ebenen statt. Zum Beispiel, wenn sie einfach irgendwo ein Einmachglas nicht aufbekommen und dann ihren Mann rufen. Schatz, ich brauch mal ganz kurz einen starken Mann. Wo dann sofort so die männlichen Instinkte anspringen und der Mann sofort herbeieilt. Man weiß auch aufgrund von wissenschaftlichen Studien, dass zum Beispiel, wenn Frauen weinen, bei Männern da halt richtig so dieser Beschützerinstinkt anspringt. Und das wissen Frauen in aller Regel schon auch sehr gut. Wenn man dann noch über Make-up, High Heels, bestimmte Kleidung mit Ausschnitt, Push-up und so weiter redet und dann natürlich die ganzen Filter, die es gibt, in Instagram oder sonst online, dann ist es heutzutage, fällt uns das eigentlich gar nicht mehr auf, weil es so normal geworden ist. Aber nein, nein, das unbequeme Zeug, das trage ich natürlich nur für mich selber, ja. Halt nicht zu Hause für mich selber, sondern halt unterwegs für mich selber, wenn da Männer und Konkurrentinnen sind. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Man sagt auch, Männer verteidigen sich mit Waffen und Frauen verteidigen sich mit Männern. Und wenn man so große Kriege aus der Geschichte anguckt, dann wird es so ein bisschen bestätigt auch. Frauen wissen also sehr genau, wie sie zu ihren Gunsten Männer manipulieren können. Und das tun sie auch. Also finde ich es auch gut, wenn du als Mann weißt, wie das Ganze funktioniert und wie du es auch für dich anwenden kannst. Ich muss auch sagen, selber habe ich auch sehr lange Zeit damit gestruggelt, überhaupt mich mit den ganzen Themen auseinanderzusetzen, weil ich eben einen sehr, sehr hohen moralischen Imperativ hatte. Das hat damals schon meine Mutter zu mir immer gesagt, ja, sei nett zu Mädchen. Und da hat man dann immer diese Angst, dass man in so eine Ecke abrutscht, wo dann die Feministinnen mit dem Finger auf dich zeigen und dich zum frauenhassenden Assi-Toni stilisieren. Uah, da kriegst du voll die Breschreiz. Aber im Prinzip ist Manipulation ja auch nichts anderes als Werbung oder Verhandlung. Und eigentlich permanent und überall im Alltag. Weil wenn du deine eigenen Ziele durchsetzen möchtest, dann bist du darauf angewiesen, auch zu einem gewissen Grad andere davon zu überzeugen und zu manipulieren. Und meist ist es tatsächlich auch so, dass es nicht mal zwingend zum Nachteil von dem passiert, wo du eben deine Ziele durchsetzt. Weil oftmals kann man die anderen auch davon überzeugen, dass das vielleicht doch gar nicht so schlecht ist. Und dann ist es quasi eine Win-Win-Situation. Und das ist in meiner Zeit, als ich noch sehr aktiv in Clubs, Bars, Diskotheken und so weiter unterwegs war, sehr, sehr häufig passiert, dass Frauen erstmal gar kein Interesse an mir hatten, dass sie mich nicht mit dem Arsch angeschaut haben oder dass ich tief in der Friendzone einbetoniert war. Und dann habe ich es immer wieder geschafft, mit bestimmten Tricks und Manipulationstechniken einfach auch mal Aufmerksamkeit und Zeit von den Frauen zu bekommen. Da habe ich mit denen gequatscht und habe dann relativ schnell sie auch davon überzeugen können, dass ich ein cooler Typ bin. Ja, und da waren wirklich Mädels dabei, bei denen ich schon Jahre in der Friendzone gefangen war und mit denen dann auf einmal mega was am Laufen hatte, ja. Wo ich auch davor nicht in den allerkühnsten Träumen gedacht habe, dass ich bei der eigentlich eine Chance hatte. Und genauso war es teilweise auch im Club, wo richtig, richtig hübsche Gogo-Mädels da an der Stange getanzt haben, die ich dann einfach auch klar machen konnte. Relativ einfach. Und das hat mich schon echt auch von mir selber überrascht. Und auch wenn ich das jetzt noch nicht ausprobiert habe, bin ich mir sehr sicher, dass für dich die Nummer als Mann, die Frauen nutzen, mit High Heels, Push-Up, BH, Filter und Make-up, eher nicht funktionieren würde. Ich will es auch nicht ausprobieren, ehrlich gesagt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht klappt. Aber was hingegen klappt, das besprechen wir jetzt. Man muss wissen, dass im Prinzip jede Verführung immer auf zwei Bausteinen basiert. Und das ist erstens Anziehung und zweitens Vertrauen. In der Pickup-Sprache ist das erste Attraction und das zweite Rapport und Comfort. Und wer eine Frau für sich gewinnen will, der braucht im Prinzip beides. Immer. Denn nur mit ein bisschen Sympathie funktioniert es für Männer in der Regel halt einfach nicht. Aber auch Muskeln, gutes Aussehen, guter Kleidungsstil,
und Statussymbole wie die fette Rolex oder der Lambo werden nicht dazu führen, dass eine Frau sich automatisch von dir manipulieren lässt oder das tut, was du willst, bedingungslos. Vielleicht, wenn es sehr, sehr viel Geld ist und ihr das Geld dann gibst, aber ich glaube, das ist dann eher kaufen und würde jetzt nicht ganz so ins Manipulationsthema passen. Wir wollen ja nicht, dass sie gekauft wird, sondern wir wollen ja, dass sie genau das will, was du willst. Mann, hört sich das böse an, wenn ich das ausspreche. Und da ist eben Status der entscheidende Punkt. Denn all das, Aussehen, Kleidungsstil, Statussymbole und so weiter, ändern eigentlich nur dein Status in ihren Augen ihr gegenüber. Stichwort Hypergamie. Frauen wollen Männer, die im Status über ihnen stehen. Und wenn das gegeben ist, hast du Attraction und auf jeden Fall alle Möglichkeiten. Und das Wichtigste, um Attraction zu erzeugen und deinen Status in die Höhe zu bekommen bei einer Frau, ist es, dass es erstmal in deinem Kopf genau so aussieht, wie es aussehen muss. Nämlich, dass du ein cooler Typ bist, der auch einfach es nicht nötig hat, ihr hinterher zu rennen und ihr den Arsch hinterher zu tragen. Dass du sie nicht auf ein Podest stellst, künstlich, nur weil sie eben hübsch aussieht, sondern dass du weißt, was du wert bist und locker entspannt mit dir umgehst. Das Ganze eben als Spiel siehst und nicht Schweißausbrüche bekommst, wenn sie vielleicht die Augen kurz verdreht. Und dabei können dir eben Pickup-Techniken auch sehr gut helfen, wie zum Beispiel Nex, Cocky Funny oder Push und Pulse. Und das kannst du zum Beispiel dann einsetzen, indem du einer Frau einfach sagst, du bist wirklich süß. Ich finde, wir sollten Freunde bleiben. Und das wird bei ihr erstmal so ein richtig ungutes Gefühl erzeugen und sie wird feststellen, dass du auf jeden Fall im Status deutlich über ihr stehst. Oder sowas wie, du hast studiert, wirklich? Ich liebe intelligente Frauen. Das Problem bei intelligenten Frauen ist einfach nur, dass sie überhaupt nicht kochen können meistens. Und dann, ja, zeigt das, dass du halt sehr hohe Ansprüche hast. Oder wenn du dann einfach irgendwo deine Hand liegen hast und sie dich so beiläufig berührt, hey, Händchen halten gibt's noch nicht, ja? Denn so habe ich es zum Beispiel auch mal geschafft, ein Mädel, damals gab es noch Popstars, die Sendung, also es war so ein bisschen so ein Abklatsch von DSDS. Pam, pam, pam. Und da war auch so eine dabei, die auch in so eine Band reingecastet wurde. Und ich habe die im Club kennengelernt. Die hat mich halt einfach im Arsch nicht angeguckt. Und ich habe im Prinzip auch ihr im Prinzip mit solchen Sätzen die ganze Zeit gesagt, dass er eigentlich in mich verknallt ist. Also zum Beispiel, kenn deine coole Nummer, ja, aber du hast ja von vornherein schon ein Auge auf mich geworfen. Und du kannst ruhig weiter so cool spielen, aber in Wahrheit liebst du mich ja. Oder in Wahrheit bist du schon über beide Ohren in mich eigentlich verliebt. Oder ja, du willst mich ja nur ins Bett bekommen. Wenn sie mir irgendwie so ein Wodka Bull oder sowas angeboten hat. Trinkt man Wodka Bull überhaupt noch? Und als ich dann ihre Nummer bekommen habe und dann im Prinzip das Date mit ihr hatte, eine Woche später hat sie mir im Prinzip gesagt, eigentlich warst du gar nicht so richtig auf meinem Schirm, aber als du mir das alles erzählt hast, dachte ich mir, ja, eigentlich schon. Also sprich, das wurde dann auch zu einem Teil ihrer Realität. Und dann gibt es natürlich noch andere Techniken, um die Anziehung und die Attraction und den Status von dir weiter in die Höhe zu hieven, nämlich zum Beispiel auch Preselection und Gruppendynamik. Also sprich, wenn alle dich geil finden und alle zu dir kommen im Club und dir alle Barkeeper irgendwie direkt so einen Shot auf die Theke stellen, wenn du vorbeiläufst, was bei mir definitiv auch der Fall war, dann werden Frauen das sehr beeindruckend finden. Man kann natürlich dann auch noch so ein paar richtig fiese Sachen machen, wie zum Beispiel beiläufig erwähnen bei einer Frau, dass gerade die Barkeeperin dich gerade irgendwie so komisch angeschaut hat oder das die ganze Zeit schon macht oder ihre beste Freundin dich die ganze Zeit irgendwie komisch anguckt. Und dann, vergiss es einfach. Ich glaube, ich habe mir das nur eingebildet. Das sind natürlich wirklich böse manipulative Techniken, die ich hier auspacke. Genau, und der zweite große Block ist eben Komfort und Rapport. Und zwar Vertrauen und ja, Emotionen aufbauen. Und es ist wichtig, dass sie einfach versteht, dass du nicht so ein asozialer Messermörder bist, der versucht sie nur, sondern es halt wirklich ernst meinst, dass du halt einfach auch Interesse an ihr hast und dass du sie cool findest und Zeit mit ihr verbringen willst. Und das kann man eben tun, indem man das Verhalten eben zeigt, das psychologisch in den meisten
Gruppen und in den meisten Klicken ganz automatisch passiert. Das heißt im NLP eben Spiegeln oder Pacing und Leading. Und da geht es darum, dass du eben die Sprache und die Körpersprache von ihr mit übernimmst. Das heißt, wenn sie bestimmte Füllworte nimmt, wenn sie bestimmten Dialekt spricht und du den Dialekt zufällig aussprechen kannst, bisschen Schwäbisch zum Beispiel. Was willst du? Bist du kaputt in deinem Kopf? Dann kann man hier eben relativ schnell ein vertrauensvolles Verhältnis aufbauen. Und genauso ist es auch mit positiven Emotionen. Und wenn da eben eine Frau irgendwie überhaupt nicht aus der Reserve zu locken ist, weil sie die ganze Zeit irgendwie, ja, einfach unemotional ein Gespräch auf der kompletten Sachebene führt, dann kann man eben sehr schnell Frauen auch in so einen emotionalen Strudel bringen, indem man eben die richtigen Fragen oder die richtigen Aussagen trifft. Wie zum Beispiel, was war denn für dich eigentlich der allerschönste Urlaub, den du jemals erlebt hast? Oder wie war denn die Situation, als du das erste Mal so richtig krass verliebt warst und sie dann so ganz tief in die Augen schauen? Oder wie sah denn dein allerheißestes aus? Oder wo war der ungewöhnlichste Ort, in dem du hattest? So wird sie sich natürlich emotional wieder in diese Situation hineinversetzen, weil sie ja darüber nachdenkt, was könnte das denn sein? Ja, war es damals vielleicht, als ich mit dem Typ auf Malle auf dem Balkon irgendwie was hatte? Oder war es der One-Night-Stand von vorletzter Woche? Oder sie denkt sich in diese Situation hinein und natürlich werden genau diese Emotionen in dem Moment auch ausgelöst, sodass sie eben das mit dir eben nochmal durchlebt und dann auch ein entsprechendes Vertrauen zu dir aufbaut. Und was natürlich immer gut ist, ist, wenn man sie daran erinnert, dass sie gerade total glücklich und verliebt aussieht. Write that down, write that down! Was natürlich auch immer gut funktioniert, ist, wenn du selber in Emotionen hineingehst, die du in deinem Gegenüber auslösen möchtest. Zum Beispiel stell dir vor, ja, du bist einmal durch die Wüste gelaufen, hast 2 Wochen lang nichts gegessen und nichts getrunken und dann guckst du sie einfach an wie ein wunderschönes Stück Ribeye Steak. Give your meat a good old rub. That's it. Nice and hot. Auf Medium gegrillt. Spicy meat. Yeah, boy. Also ein richtig schönes Weizen, ja, natürlich alkoholfrei daneben. Und dieser Blick, der löst was aus. Zusätzlich muss man natürlich auch sagen, natürlich ist eines der größten Ziele von Männern oder auch eine Beziehung oder Liebe. Aber gerade wenn man zum Beispiel Sex auch hatte mit einer Frau, ist es häufig so, dass Frauen Sex und Emotionen gar nicht so sehr voneinander trennen können, wie zum Beispiel manche Männer. Bei den meisten Männern ist es halt nun mal so, dass Sex oftmals so eine Art Workout ist. Und bei Frauen ist da eben ganz, ganz viel Emotion dabei, weil Frauen eben häufig nicht nur fürs selektieren, sondern eben immer davon ausgehen, halt auch unterbewusst, dass sie schwanger werden, deswegen die Selektion natürlich viel komplizierter und viel tiefgehender ist. Und da ist es dann so, dass man eigentlich sich auch sicher sein kann, dass wenn man einmal Sex hatte, sie dann wirklich sich auch für dich entschieden hat und auch bereit ist, ein zweites, drittes, viertes Mal mit dir zu machen. Sei denn, du hast dich wirklich so asozial verhalten, dass eben überhaupt gar kein Rapport und Komfort einfach da ist, dass die gemeinsame Ebene komplett fehlt. Aber in aller Regel ist es schon so, dass beim insbesondere wenn man das sehr ausgiebig praktiziert, auch vielleicht noch am nächsten Morgen zusammen frühstückt, dass dann eben so viel Oxytocin auch da ist, dass eben die Frau auch länger als nur jetzt den einen Bock auf dich hat. Und das heißt dann eigentlich wirklich ziemlich viel Kontrolle auch über sie. Und viele werden mir das auch bestätigen, wenn man einmal mit einer Frau hatte, dann ist es meistens genau andersrum. Der Mann rennt nicht mehr dem hinterher, sondern die Frau will dann den Mann eher in eine Bindung bekommen. Was dann wirklich auch komplett die Verhältnisse oftmals verändert und verschiebt. Weil dann auf einmal meldet sie sich von sich aus, schlägt Treffen häufiger vor und so weiter und so fort. Und auch nochmal da, um das ganz klar nochmal festzustellen, obwohl Manipulation ganz, ganz häufig als extremst negativ assoziiert wird, ist es eben einfach ein sehr wichtiger Bestandteil des sozialen Lebens. Egal ob in Werbung oder in Verhandlungen oder einfach nur, wenn du bestimmte Ziele für dich durchsetzen möchtest, bei anderen, in der Gesellschaft oder sonst irgendwo, dann bist du dazu gezwungen, das alles so gut wie möglich zu verkaufen. Und Pickup und Dating ist eben Manipulation, Werbetechniken, um sich selber gut zu vermarkten am Datingmarkt. Und es heißt aber trotzdem nicht, und das kann es auch nicht heißen, dass man damit
den Willen des anderen einfach nur aushebeln kann. Frauen sind keine willenlosen Opfer, auch wenn euch das der Feminismus ganz gern immer mal wieder weismachen möchte. Aber jede Frau hat das Recht, Nein zu sagen, wenn sie keinen Bock hat. Also das heißt, Frauen wirst du nicht zwangsläufig zu willenlosen Sklaven machen können. Jedes Individuum hat halt den freien Willen und kann Nein sagen. Und für die drei Leute, die jetzt wieder rumheulen und schreien, glauben, dass jetzt irgendwie eine wilde Wolfsherde an Männer durch die Bundesrepublik rennt und Frauen tickt mental. 99,9% der Frauen sind selbstbewusste Wesen und in der Lage, Nein zu sagen, wenn sie keinen Bock haben. Oder einfach weiterzugehen. Und 99,9% der Männer auf meinem Kanal haben IQ über 50. Are you sure about that? Und verstehen das Wort Nein eigentlich relativ gut. Und es war jetzt natürlich nur eine ganz kleine Kostprobe, was du auf dem Kanal alles an verrückten Dingen erfährst, die deine Synapsen regelrecht zum Durchbrennen bringen werden. Es wird noch unfassbar viel kranker Shit kommen. Ich bin gerade ja fleißig dabei, neue Skripte zu schreiben. Deshalb gibt's nur eine Lösung für dich, wenn du es noch nicht getan hast. Abonnier jetzt den Kanal. Und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut. Keine bösen Wörter. Halt die Fresse, alte Sch...